Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ein wenig Farbe Box von Seitenfeuer. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ein wenig Farbe von Seitenfeuer, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Album der Band. Wir haben hier eine Metallbox. Auf dem Cover, auf dem Boxdeckel, haben wir hier oben einmal die Band abgebildet, die fünf Herrschaften. Dann lesen wir hier Seitenfeuer, ein wenig Farbe. Hier unten wird es dann rot und hier haben wir dann auch einen FSK 12 Hinweis. Bedeutet, hier werden wir auch eine DVD vorfinden. Ansonsten rundum hier komplett in schwarz gehalten, so eine klassische Blechbox. Und auf der Unterseite haben wir dann noch einen Infozettel, der ist hier so angeklebt, was sich alles in dieser Box befindet. Wir kriegen hier auch die Information, dass das Ganze auf 555 Stück limitiert ist. So, was erwartet uns hier? Album im Digipack, Bonus-DVD mit Videos, Bonus-Single-CD, Sonnenbrille, Bluetooth-Lautsprecher, Autogrammkarte. Okay, also hier auch nochmal visualisiert. Dann hier noch der Barcode, das Ganze ist erschienen über Laute Helden, das ist das Label. Dann schauen wir mal rein, lässt sich hier aufklappen, die Box. So, wir haben hier einmal den Speaker, dann eine Sonnenbrille in so einem kleinen Täschchen, in so einem Beutelchen, die Autogrammkarte, das Album im Digipack, die Bonus-CD und die Bonus-DVD. So, die Box ist nun leer. Alles hier in Silber. Packen wir mal zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir starten natürlich mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. So, kommt wie gesagt im Digipack. Hier lesen wir auch wieder ganz schlicht Seitenfeuer, ein wenig Farbe. Und dann haben wir hier noch SF, also die Abkürzung der Band. Seitlich beschriftet und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, die ist hier römisch durchnummeriert, 13 Tracks an der Zahl, darunter wieder die Labels und der Barcode. Okay, so, im Innenleben gibt es links hier einmal das Booklet. Los geht's. So, also scheinbar haben wir hier die einzelnen Tracks mit den Lyrics. Sehr schön, also Wort für Wort hier die Tracks abgetippt, abgedruckt in diesem Booklet. Das Artwork hier, ja, sieht so ein bisschen nach Altstadt aus, beziehungsweise die Interpreten, die einzelnen Bandmitglieder hier vor schwarz-weiß Fassaden. Hier einmal alle zusammen, Lyrics ohne Ende. Also jede Seite hier ein einzelner Track, das sieht ein bisschen nach Bahnhof aus. So, also ohne Ende Lyrics und zum Abschluss gibt es dann auch noch die Credits und eine Danksagung und Grüße. Gut, so viel zum Booklet. Dann haben wir die Album-CD, die kommt hier. Was sehen wir hier? Eine Luftaufnahme der Stadt. So sieht das aus. Und dahinter kommt nochmal die Band zum Vorschein hier in der Stadt. Okay. Das war das Album. 13 Tracks hier im Digipack. Dann haben wir als nächstes die Bonus-CD. Die kommt hier in einer weißen Papierhülle. Relativ licht. Kann man hier einfach rausziehen. Und die sieht dann so aus. Also so wie die Album-CD, nur ist hier diese Luftaufnahme in Rot eingefärbt. Wenn ich es richtig sehe, sind hier zwei Tracks mit drauf. Hände hoch und ihr seid da. Also zu den 13 Tracks nochmal zwei oben drauf. Sind dann 15. Und wir haben noch eine weitere Bonus-CD. Beziehungsweise nein, Bonus-DVD ist es in diesem Fall. Das ist die hier. Kommt auch wieder in einer weißen Papierhülle. So, auch die werden wir mal befreien. Und die sieht dann so aus. Was lesen wir hier? Wir haben hier einerseits drei Tracks. Ihre Welt, wer es nicht wagt und keine Fackel.
Und dann haben wir hier noch ein Interview. Also drei Videos plus ein Interview. Das ist hier mit auf der DVD. Wieder der FSK 12 Sticker, den wir auch schon auf der Box drauf hatten. Als nächstes ist mit dabei eine Autogrammkarte. So, alle fünf Herrschaften hier abgebildet. Auch hier wieder, scheinbar in diesem Bahnhof. Und alle fünf haben hier auch unterschrieben. Also Carsten, Benny, Stefan, Robert und Johannes. Alle fünf hier mit schwarzem Stift verewigt. Hier unten rechts lesen wir noch den Bandnamen. Und das Ganze ist hier in Postkartenformat. Als nächstes eine Brille, eine Sonnenbrille, die kommt von diesem schwarzen Beutelchen. So, dann schauen wir mal. Das ist die Brille, klassisches Modell. In schwarz gehalten, reflektiert. Na, nein, also ist durchsichtiges Glas und ist etwas getönt. Dann rechts lesen wir hier SF, also Seitenfeuer, und hier links nochmal ausgeschrieben. Also beidseitig hier entsprechend geschaltet. Einmal hier die Kurzform und einmal hier ausgeschrieben. So sieht die aus. Also klassische Sonnenbrille in schwarz. Und hier an der Seite noch diese beiden silbernen Elemente. Gut, die packen wir wieder zurück in den Beutel. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das hier ein Speaker. Music Mini Speaker lesen wir hier. Hier haben wir so die technischen Details und Infos zu diesem Speaker. So, dann womit man das Ganze kombinieren kann. Natürlich vorrangig mit Laptop oder Handy. So, wir schauen mal rein. Und zwar sieht der hier so aus. Hier haben wir noch Kabel. Gut, also was haben wir hier? Ein Anschlusskabel, um das Ganze natürlich dann zu laden, um diesen Speaker mit Energie zu versorgen. Und wir haben hier so ein Split-Kabel, also das hier ist der Teil, der dann in den Speaker geht hier, Mini-USB. Und dann haben wir hier die beiden Anschlüsse. Man kann das hier entweder mit AUX anschließen, also mit so einem Klinkenstecker, bedeutet in den Laptop oder in euer Handy. Und dann haben wir auch noch einen USB-Anschluss, um das Ganze zu laden. So, dann haben wir hier den Speaker, der auch hier wieder gebrandet ist mit dem SF. Dann die entsprechenden Anschlüsse, also hier USB. Dann haben wir hier sogar noch einen Slot für MicroSD. Also hier kann man sogar dann scheinbar auch Musik via MicroSD einstecken. Hier lässt sich das Ganze ein- und ausschalten. Ja, hier haben wir dann noch die Tasten und ansonsten die Anschlüsse hier für AUX und USB. Ja, ansonsten ja alles in schwarz gehalten. Hier unten lesen wir noch, das Ganze ist Made in China. Grüße gehen raus. Und das Ganze kommt eben in Kombination mit diesem Kabel. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Bluetooth Mini Speaker plus das eben gezeigte Kabel. Die Sonnenbrille, die kommt hier in diesem kleinen Beutelchen. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Die DVD mit den drei Videos plus des Interviews. Die Bonus-CD mit zwei zusätzlichen Tracks. Und natürlich das Album an sich, ein wenig Farbe im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Ein wenig Farbe von Seitenfeuer. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Seitenfeuer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.